Hallo, hallo, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. Ich bin ja auf dem Account von meinen Lady Flames, von meinem Free-to-Play-Team und ich bin jetzt tatsächlich mit sieben Siegen und drei Niederlagen in die erste Hood-Champions-Saison. Also, die Ladies spielen das erste Mal hood champs äh, Finde ich sehr geil, waren war ein paar Leute im Stream auch, also gerne da morgen wieder vorbeischauen. Dann spielen wir morgen weiter. Jetzt haben wir zehn Spiele schon. Wir, eigentlich wollen wir nur fünf spielen, jetzt sind wir bei zehn. Ähm, also, da gerne morgen vorbeischauen. Ja, was haben wir heute? Wir haben heute neue Karten, nicht viele, ein paar neue Karten haben wir, schauen wir uns an. Und wir haben auf meinem anderen, also auf meinem Hauptaccount, auch die score up Also los geht's damit. Fangen wir als erstes an mit den beiden neuen Hood Champions Karten. Wir haben einmal Mike Riley von den Boston Bruins, rechter Verteidiger, 1,85 groß, 91 Kilo. Äh, auch hier wieder so, ihr macht die 86er Karte mit, mit drei Hood Champions Collectibles und ihr dann nach und nach upgraden mit weiteren Hood Champions Collectibles oder mit Münzen. Um dann auf die 93er Werende zu kommen. Mit Münzen, der Upgrade insgesamt kostet 455.000 Münzen. Äh, ganz ehrlich, da würde ich irgendwas drauf packen, würde mir den, den Team of the Season, äh, Team of the Year Karte holen. Von Marchand oder bei äh, der Verteidigerseite jetzt eben von Fox oder von Hitman. Habt ihr mehr mit gewonnen, als das ganze Geld hier reinzupumpen. Ähm, ob der Upgrade wert ist, ich bin da immer recht zweifeln, was diese Karten angeht. Da haben wir zwar eine 93er, aber. Ja, gut, man kann die Hut collector Collectors wieder zurück irgendwann, downgraden. Aber ich bin kein Fan von diesen, von diesen ganzen Kartensystem, was die Hood Champions karten angeht. Aber im höchsten Tier eine 93er-Karte hat er zumindest die Synergien bombardiert, Protektor und Hammerschuss. Dazu haben wir noch den Knipser, ausgewogenen Flügelmann. Superstar-Fähigkeiten sind Kreisel. Ab, ab Rang 6 haben wir noch Schläger hoch, ab Rang 7 Schick schon und ab Rang 6 auch den präzisen Pass. Wenn mir hier für 6 Punkte zu viel. Ich glaube, wenn er würde ich Schläger hoch ankriegen, er ist halt auch nicht der größte irgendwie. Ähm, wenn man so auf, auf die 93-Variante kommt mit, mit Hammerschuss, wäre ich wahrscheinlich sogar bei, bei Bombardiert, weil mir lieber war, dann würde die Schlagschusspräzision zumindest auf 89 hochgehen. Von der Kraft ist er bei 99 auch so. Ähm, 94 Beschleunigung, 92 Tempo ist natürlich super, aber ich würde nicht so viele Münzen oder auch hood collectibles hier investieren, was ihr eben von Collectibles, Collectibles haben wir hier. 2, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 äh, Hood Champions Collectibles. Also ich würde die 1 zu 1 eintauschen, würde mir dafür Power-up Collectibles machen, würde dann lieber meine anderen Spieler upgraden, als mit so einem Spieler dann irgendwann vielleicht bei 89, 90 festzuhängen, während die anderen äh, Karten schon steigen. Also sehe ich hier keinen Sinn, diese Karten zu machen, aber wir schauen uns trotzdem an. Die zweite Karte, die wir haben, ist von den Calgary Flames, der 86er Michael Furland. Michael heißt also, müsste andersrum heißen, na gut. Er ist ein, linker, ein rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 98 Kilo, auch hier Upgrade für 455.000 Münzen oder eben für die von mir angesprochenen 21 Hood Chairman's Collectibles. Im höchsten Tier bei 93 bringt er mit Magier, Funke und Arbeitstier. Dazu noch Schlenzer, Bassing oder Verteiler. Diese also beides Saison anzukriegen. Wir haben hier Nahkampf, wir haben die Wildheit ab, 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 ab Stufe 6. Ab Stufe 7 das tora monster und die Urgewalt. Also Urgewalt ist zu teuer für 8 Punkte. torer Monster, ich meine, mit 1,85 ist jetzt auch nicht so, dass sagt, der ist jetzt irgendwie ein Riese. Äh, Wildheit kann man hier anmachen. Und Nahkampf wenn wir für 5 Punkte auch zu viel. Wenn man beides so ankriegt, haben wir 93 Beschleunigung, 93 Tempo, Schuss von der Kraft der bei 99. Von der Genauigkeit auch bei 94 ist schon mal gut. Ähm, einziges Offensivbewusstsein ist halt nur bei 84. Die, die Checking-Werte sind im hohen 90er-Bereich. Der Defensivbewusstsein ist bei 84 von der 93er-Karte bei 84 das heißt, der, der bleibt dann irgendwo vorne in der blauen Linie kleben und will nach hinten laufen, so sehe ich das an, also auch hier wieder für den Aufwand keine Empfehlung, den äh, anzufangen, weiterzumachen und dann am Schluss auch irgendwo zu haben, nein. Dann haben wir noch ein paar neue 16-Bit-Heroes, Anfang macht der 84 er jona voto -Linen. ist 1,85 groß, damit ist er eigentlich schon raus, also, ne, damit ist er schon raus, ist schon zu klein, wenn ich ihn ziehe, würde ich ihn direkt verkaufen, der nächste dazu ist der 85er Ilka Mikkeye von den Toronto Maple Leafs rechter Flügelspieler, 1,88 groß, 88 Kilo mit Flügelmann oder Verteiler, welche Eindruck beim Verteiler und den Lampenknipser bzw. den Knipser Superstar-Fähigkeit ist das sehende Auge, da würde ich jetzt auch nicht anmachen. Also der Schuss ist recht maut, zwar von der, von der Kraft bei 88 genau, ich kann bei 84 also unter der Karte, also aus so einer 0,815 gerade Man, er kommt zwar mit dem Verteiler dann auf 89 Tempo, das ist gut, aber das ist auch schon als einzig gut, also auch hier keine Empfehlung. Wenn ich immer sage, keine Empfehlung, meine ich entweder A. verkaufen, B in ein Set reinstecken. Das ist, heißt immer für mich, wenn ich sage, keine Empfehlung. Als nächstes haben wir von den Pittsburgh Penguins in 86 er Evan Rodriguez. Ein Center, 1,80, groß, 83 Kilo mit Bassing oder Funke, dazu noch Gladiator, Superster Fähigkeit ist Kreisel. Welche auch bei bei Busing, das ist man bei 90 Tempo, das ist schon mal sehr gut. Ähm, Gladiator geht das Bodycheck nochmal hoch. Ähm, Schuss von der, weil der Schlag, die Handgelenkschusskraft ist bei 90, ist schon mal gut. Der Rest auch eher so durchschnittlich. Also ein guter Skater, aber auch keiner von kein Center. Nur, nur 78 am face -off, ist auch nur 1,80 groß. Würde ich eher auf dem linken Flügel einsetzen, aber dann zwingend Bussing erforderlich, dann kann man den sicher irgendwo einsetzen. Nächstes ist der 86er Cam Fowler von den NM Ducks. Meine absolute Lieblingskarte im NHL 21 gewesen. Er ist ein rechter Verteidiger, 1,85 groß, 94 Kilo mit Arbeitstier. Oder Bussing, dazu noch bombardiert und schick schon als Superstar-Fähigkeit. Welche auch bei Bussing haben wir 90 Tempo. Ähm, auch hier würde ich versuchen, bombardiert anzukriegen, dass der Schuss ein bisschen genauer, noch ein bisschen stärker wird. Äh, auch keine, ja, keine aussagekräftige Karte, hat mit 82 am Bodychecken, auch schon fast wenig für den Verteidiger. Also auch hier leider keine Empfehlung. Ich hoffe, von ihm kommt irgendwann eine Meisterheldenkarte raus. Dann haben wir auf meiner Avalanche einen 88 Klasse im Kadri. Ein Center, 1,83 Groß, 87 Kilo mit Zonenwirbeler oder Flügelmann zum noch den Hammerschuss und das dritte Auge als Superstar-Fähigkeit. Und wir versuchen genauso anzukriegen. Da hat er 90 Tempo und 88 am Face-Off. Der Schuss zwar am Schnitt aus so wie die Karte äh, ist okay. Ich habe schon oft über die Karte karten sind bei mir immer so die 0815 karten die zwar nirgendwo schlecht sind, aber auch nirgendwo gut sind. Also auch jetzt hier kommt er mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, ähm, dem Sonnenwirbel an auf 88 Bulli. Das ist so hoch wie die Karte ist. Also äh, ja. Auch eins, also mir wäre zum Beispiel ein, ein, ein 7 er Kopita lieber wie ein 8 er Kadri als Center, weil er doch noch ein paar Zentimeter größer ist. Also auch hier nicht unbedingt Empfehlung, auch wenn es ein 88er ist. Von den Ottawa Senators kommt der 88er Drake Patterson, ein, äh, ein, ein Center, 1,91 groß, 93 Kilo mit Verteiler oder Arbeitstier. Dazu noch den Knipser. Und Schnappschnapp -Schnapp als Superstar-Fähigkeit. Mir auch für 5 Punkte zu viel. Äh, da gilt es gleich eigentlich für einen Kadri, bloß dass der am, am, am Faceoff noch weniger hat. So, kommen wir zu auf 89 Tempo. Ich meine, also auch hier wieder, face of rating ist für den Sender zu, zu, zu niedrig. Er könnte mit der Größe damit wegkommen, dass er, dass er ein geringes Phase-of-Rating hat. Für den Flügel ist er dann doch wieder zu langsam, kommt auf 89 Tempo, beziehungsweise mit Arbeitstieren auf 89 Beschleunigung, dann, dann leidet das Tempo aber drunter. Schuss durchweg bei 89, Hände bei 89, ja, gut, damit geht es passt noch hoch. Aber auch hier jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung. Kann man höchstens für die, für die dritte Reihe, obwohl da wäre das Phase-of-Rating zu, zu niedrig. Ne, keine Empfehlung. Von LA Kings haben wir den neuen er Drew Dowdy, einen linken Verteidiger, 1,85 groß, 92 Kilo mit Bussing oder Funke, der so den Hammerschuss. 1T als Superstar-Fähigkeit und der Präzise-Pass als seine Zonenfähigkeit. Bei mir ja auch für 6 Punkte zu viel, aber wenn ihr in eurer ersten oder zweiten Defense-Reihe spielt, würde ich sogar die 5 Punkte für den 1T investieren. Die Synergien sind beide nice: 90 Beschleunigung, 91 Tempo, Schusskraft vom Schlagschuss geht er mit auf 93, das heißt, das mit 1T noch an, könnte auch passabel sein: Bodychecken fast bei 90. Also auch eine, eine, eine gute Verteidigeroption und ähm, ja, den kann man, kann man getrost einsetzen. Abschluss von den Pittsburgh Penguins der 91er Sidney Crosby. Ein Center, 1,80 groß, 91 Kilo mit Funke oder Flügelmann, dazu noch dem Dieb. Wir haben den Scharfschützen und den präzisen Pass auch für 6 Punkte zu viel und Scharfschütze, mir gefällt Scharfschütze nicht. Uh, hier eigentlich optimal. Er hat 90 Beschleunigung, 90 Tempo. Geht er mit dem, mit dem Flügelmann oder Funke noch auf 92 Beschleunigung hoch? Schuss im Schnitt ist wie die Karte, ist okay. Uh, Hände sind im hohen 90er Bereich. Defensiv auch mit, auch mit zwar nur 1,80, aber hat er doch 90 am Bodychecken, 94 am Center, als, äh, an den Face-Offs. Normal würde ich so eine Karte nicht empfehlen. Ich habe jetzt schon drei Sidney Cross bis in dem Spiel gehabt, aber irgendwie am Center spielt er sich am besten. Um, aber man kann ihn auch auf dem rechten Flügel einsetzen. Könnt ihr hin und her tauschen, wie ihr wollt. Damit seine x faktor karte noch nicht upgradebar ist, die war ja auch bei 91 wegen, des, wegen der Halloween-Karte, aber die nächste ist eine Crosby-Karte, sei es eine Primetime oder eine meister was recht, äh, ja, wird, wird nicht passieren, oder eine Team of the Week-Karte, dann steigt auch seine x faktor karte Hat lange jetzt bei 91 gestanden. Und bevor wir mal zu den Belohnungen kommen, werfen wir nochmal einen Blick auf die Evo-Karten. Da haben wir schon lange mal reingeschaut. Also Metal Shane immer noch nicht getroffen, zwar ein paar Vorlagen noch nicht getroffen, bleibt bei 94. Da wird es halt echt mit dem nächsten Tor interessant, weil dann kommt der nächste, ein dritter Synergy-Slot dazu. Da wird es interessant, aber dazu muss er erstmal treffen. Manki ist bei 94, Kairo hat nach wieder getroffen, ist jetzt schon bei 92, hat so lange hinterhergehangen, also auch. Äh, ich habe es bereut, dass ich nicht gemacht habe, sagen so. McAvoy ist bei 92, mein Morgan Riley auch noch bei 92, auch, auch seit Wochen schon. McKenna auf 90, ja, Omar hat auch mal getroffen wieder. senko auf 89, Norris auf 88. T-Bones hängt auch schon ein bisschen auf 87 fest. Lena burke geht auch nicht getroffen. Kurz Netzhoff ging noch um 1 hoch. Seider warten auch noch auf das nächste Tor. Katerhardt. Hart. Also von den, von den hinteren. Ich habe den Roman auf die mittlerweile in, in der Set getan, weil das wird nichts mit einem Tor schießen. Von dem her äh, ist der schon wieder weg bei mir. Phil Castle zumindest auf 84 hoch. Lucas Raymond habe ich noch. Der ist, ja, ist gerade auch eine leichte Flaute. Und bei den hinteren tut sich irgendwie, also Asplund, mal, ich glaube jetzt als die Karte rausgekommen, sind der Asplund und der Flurry um 1 hoch. Äh, hat sich dann wirklich viel getan. Damit können wir auch jetzt meine Belohnungen abholen, mehr neuen Content haben wir heute nicht. Ich war hier in Elite 2 in den Squad Battles. Schauen wir mal, was damit dabei ist. So, mir hier. Also erstmal 15.000 Münzen bekommen. Denkt dran, die Team-of-the-Year-Sachen gehen nur noch bis morgen Abend, also wer jetzt noch da seine Belohnungen investieren will. Ich glaube auch jetzt noch, was man zieht zu verkaufen, macht auch Sinn, da halt doch äh, viele noch auf der Suche nach Karten sind am letzten Moment und auch noch mehr zahlen, als sie eigentlich wert sind. So, wir haben ja einen Jumbo-NHL-Spieler-Pack, wir haben einen Mega-Pack und wir haben einen Jumbo-Premium-Spieler-Pack. Da habe ich gestern den, den äh, Jordan Star rausgezogen. Schauen wir mal, was heute ist. Alles tauschbar. Kopfstand gibt es nur bei einer Team-of-the-Year-Karte, haben wir uns entschlossen. Egal welcher, ist, ist, ist er tauschbar. weil ich da nicht dran glaube. Aber die Chance ist da. Erstmal meinen Kartenbestand wieder auffüllen. Ich habe so gar nichts mehr. Eine <laughs> Eiswolke wäre auch wieder nice, haben wir schon gar nicht schon lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, letztes Mal war glaube ich der Kaffee oder so. So hat aber nichts. Mega Pack. 30 Objekte, mindestens 15 Goldspieler 480 plus. Auch selten, dass da was wirklich Gutes drin ist. 500 Münzen, Highlight. Definitiv. Morgen kommt ein neues Event. Bin ja auch gespannt, was sie da als Nachfolger vom Team of the Year machen. Beziehungsweise auch für Leute, die das. 1500 Münzen, Highlight. Also für die jetzt gar nicht beim, beim Team of the Year mitgemacht haben. Dass, ob da irgendwas kommt, dass sich das dann lohnt. Ein paar Jubel, die kriegt man auch immer gut los. Ich wir morgen Abend wird dann, wenn der neue Event kommt, beziehungsweise wenn das Team of the Year vorbei ist, oh, ist gut. Dann wird auch der, der ganze A A A Auktionsmarkt wieder ein bisschen, ja, ein bisschen abflachen. Ist ja gerade teilweise echt äh, Da wird gar nicht mehr die Karte bewertet, wie gut die oder schlecht die eigentlich ist, sondern nur was für ein Wert oben drauf steht. So, da mal auch nichts. Und wir haben einen Jumbo ein NHL Spielerpack, 20 Objekte, alle NHL Goldspieler mindestens 10x80 Plus. Los geht's. Ja, wie war das 80? Ist auch 80 plus, ne? Da haben wir wahrscheinlich schon alle aufgebraucht jetzt. Da geh Hamilton. Fauler, ja gut. Gibt's alles bessere. Oh! 88er Satchademko. Okay. Nicht schlecht. Ich auch mit, mit Verkaufen warten bis morgen. Weil 88er braucht man nicht für Set. Von dem her warten wir damit ein bisschen. Okay, Highlight ist Satchademko. Senden wir zuerst. Gar nicht mal so schlecht eigentlich, aber mein 92er ähm, Oettinger ist man dann doch lieber. Halt den brauchen wir ein Set, Set, Set senden. Äh, ein bisschen Tauschstapel. Äh, sonst nichts. nennenswertes wäre das dabei. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick in mein Team. Äh, kurzes auch Feedback zu den, zu den drei ähm, ja, Timodier-Karten. Also mit auf 93. Absolute Waffe mega schnell. Kann ich ja jedem empfehlen, habe hab die, die Synergien bei mir an. Damit geht das äh, Bodychecken auf plus 7 hoch. Ich könnte aber sogar noch den, den äh, Gladiator anmachen. Damit hätte man plus 10 am Bodychecken und das ist halt schon echt pervers. Matthews ist immer noch da. Conor McDavid, äh, mega schnell. Ja, ich, ich finde echt mega, aber irgendwie muss ich sagen, mein Lieblingsspiel gerade ist da Rantannen. Er ja, ist in, 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 in vier Spielen. 7 Tore, zwar keine Vorlage, aber 7 äh, Tore. Und da reden wir nur von, von Rivals. Ähm, also der, der geht halt einfach, der ist einfach nicht vom Puck zu trennen. Der läuft rein, ich, ich mache dann den Schläger, dass er, dass er sich quasi reinstellt. Und dann läuft er einfach weiter und schießt das Tor. Also der ist echt mega. Ich finde den, find den fast besser wie McDavid. Klar ist eine andere, andere Spielerkategorie, aber der ist echt mega. Star hat sich bei mir auch ganz gut integriert. Ein Tor, sieben Vorlagen. Man, der soll Bullies gewinnen, der soll jetzt nichts groß anders machen. Dazu sind andere Kollegen nebendran. Dushane mittlerweile schon in der vierten Reihe, der muss er doch mal hochgehen. Und Hubert oh, ich bleibe bei ihm als Center. Ich, auch wenn der, wenn der nur 80 jetzt am face of hat, ich, wer, wer Bullies gescheit spielen kann, der kommt mit ihm auch als Center klar. Die ist eine unterstützung ähm, Kann ich hier, ja, ich, ich kann es nicht empfehlen, aber ich, ich, ich mag den als, einfach als Center. Verteidiger aber jetzt wieder umgeswitcht, habe dann Makar doch wieder ähm, in die zweite Reihe. Reine Avalanche-Verteidigerei. Beim, beim Hetman ist es so, da kommt halt niemand vorbei. Also der allein von der Reichweite, wenn ich, Reichweite, wenn ich den Schläger rausstecke, ähm, dazu noch mit dem, mit dem Rückwärtsgang und dem schnellen Pick und noch mit Shutdown. Also da kommt halt niemand so groß vorbei. Das sind 29 Spielen, 4 Tore, 24 Vorlagen, 54 Strafen und das ist plus minus 85. Also das, gesagt, äh, da reden wir jetzt echt nur, nur von Rivals. Ja, äh, Makar auf 90. Ist nochmal ein Tick schneller geworden. als bei 94 jetzt. Ich habe da einmal den Flügel noch gar nicht an. Also wenn da die nächste Karte kommt mit einer, mit, einer, mit mit Zonenwirbler oder Verteiler oder irgend sowas, dann wird er auch nochmal ein Tick besser. Äh, Einzige, was mir wirklich leid ist, ist Adam Foot, weil irgendwann früher oder später wird er rausfallen. Ich habe noch einen in 89er äh, Theodore, Theodor noch auf der Bank. Den kann ich da reinsetzen. Also selbst wenn, wenn der irgendwann noch mal auf 90, 91 geht, ist zwar eine andere Seite, aber ich, bei mir ist es eh relativ immer. Ich spiele auch mal die anderes rum, das ist mir wurscht. Aber der wird dann halt irgendwie früher oder später rausfliegen und das ist für unseren Captain mit 460 Spielen und 420 Strafen, wird schon echt irgendwann, irgendwann äh, schade drum. Aber na gut, im Tor vertraue ich weiterhin auf Jack Oettinger, den ich jetzt mit ich, auf 92 hoch habe. Eine 81,5er Safe Pool, ist gar nicht mal so schlecht. Äh, der Flurry, ich bin schon überlegen, ob ich wieder downgrade mir fehlen mir ja, und dann fehlen auch keine Synergien, weil ich habe die eh nicht an beide. Also da bin ich echt schon... Wenn, wenn ich wieder so einen Spieler brauche und brauche irgendwie nochmal 3, 4 Power-Up-Collectibles, dann glaube ich, mache ich den mit darunter. Den kann ich nicht empfehlen. Und ja, das war's für mich für heute. Vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, schaut bei Twitch vorbei. Ähm, gerne eine Donation da lassen, freue mich auch immer sehr. Und morgen haben wir wieder... haben wir ein neues Event. Ich denke, ich werde aber davor noch mal davor nochmal online gehen mit den Lady Flames und da weiter versuchen, die Hood Champions aufzumischen. Also genauso solche die Teams, die, die, wie ich jetzt hier habe, gehe, die aufzumischen. Das äh, ist eine, ja, es macht mir Spaß. <laughs> Vielen Dank fürs Einschalten. Immer dran denken. Sauber bleiben. Bis morgen. Ciao.